Bitte Achtung an der Bahnsteigkante, der Zug fährt ein. Tja, liebe Leute, hier fährt so langsam so in nächster Zeit kein Zug mehr. Wir sind hier in Altenahr. Und hier in Altenahr, das ist weiter im Ahrtal rein. Da sieht es an einigen Stellen wirklich noch richtig böse aus. Hier unter der Burg Ahre wird immer noch hektisch und saniert und wieder instand gesetzt. Hier fließt der Fluss unschuldig, wie sonst auch immer, entlang. Und hier haben wir den Markus. Hi. Markus, ein ehemaliger Schüler von mir, der hier in Altenahr wohnt, selbst betroffen ist und der sich ganz, ganz doll einsetzt, um wieder das machen zu können, was seine ganz große Leidenschaft ist, nämlich Tennis spielen. Und jetzt gehen wir mal zum Tennisplatz. So, und jetzt stehen wir hier direkt bei den Tennisplätzen. Markus, wolltest du uns mal zeigen, wo wir Tennisplätze finden? Ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt sich vorzustellen, was das war. Aber hier war einer oder zwei, wo der große Haufen steht, war Clubhaus und Platz 1. Und da hinten, wo der noch größere Haufen liegt, war Platz 3. Ja. Also drei Plätze hatten wir damals. Und das ist natürlich nicht alles angeschwemmt worden, aber ein großer Teil angeschwemmt, weggeschwemmt. Und dann hat er hier seinen Müll quasi abgeladen, die Sedimente, die aus der Aare geholt worden sind, die irgendwann weggeholt werden. Ja, ja. Also ich habe das ja schon zum Beispiel auch in Dernau gesehen. Da ist ja auch der Tennisplatz erstmal so ein bisschen zweckentfremdet. Viele Fußballplätze sind zweckentfremdet. Hat man dir schon irgendwo ein Signal gegeben, was hier wieder möglich ist? Also ein Signal gegeben. Wir sind halt auf jeden Fall aus allen Rohren am Feuern, dass wir irgendwie wieder was hier aufbauen können. Sprechen mit allen möglichen Behörden, die das beeinflussen können, mit der SGD Nord, mit der Wasserbehörde, mit der Verbandsgemeinde, mit dem Sportbund, mit dem DOSB und mit den Tennisverbänden hier und so, dass wir dann hier auf jeden Fall loslegen können. Wichtig ist natürlich, dass wir die Genehmigung dafür bekommen und dass wir keine Auflagen bekommen, die jetzt nicht irgendwie zu nicht zu erfüllen sind dann halt. Ne? Ja, habt ihr schon irgendwie so Andeutungen bekommen oder schon so Hinweise bekommen, was möglich ist, was nicht möglich ist? Also es ist jetzt viel in den Dörfern, wenn es um den Wiederaufbau geht, von blauen Zonen die Rede, von Zonen, wo nichts mehr gebaut werden darf, wo sich was drin verfangen kann. Was sind da Verlautbarungen gewesen? Also es liegt auf jeden Fall in der Zone, die wieder bebaut werden darf. Also das ist schon mal kein Problem. Allerdings hatten wir das Signal bekommen, dass halt die Zäune halt ein Problem darstellen können. Das ist ein Problem, das Material sich ansammeln könnte halt. Das wollte eigentlich nicht das Hindernis sein, da müssen wir bestimmt eine andere Lösung für finden. Da haben wir schon Ideen für entwickelt. Von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir müssen nur das Okay bekommen halt, dass wir was machen können. Und dann könnten wir direkt loslegen, dass es auch winterfest ist, dass es wasserfest, hochwasserfest wäre halt. Ja. Von den Fußballern weiß ich, dass die ausweichen in den anderen Täler nach Niederzissen, um dort zumindest wieder Trainingsmöglichkeiten zu haben. Gibt es sowas bei euch, wo ihr sagt, da können wir trainieren? Denn ich meine, ich habe dich ja vorhin getroffen, oben in Altenahr, da an der Sommerrodelbahn, aber der Platz da, der ist natürlich, sag ich mal, das ist Anfängerstandard, ne? aber so richtig Bälle spielen kann man da eigentlich nicht. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, sonst gibt es nicht viele Möglichkeiten da. Ne? Also Tennisplätze sind ja dann schon weiter weg. Fußballplätze sind vielleicht noch ein bisschen eher erreichbar. Ne? Aber Tennisplätze gibt es jetzt nicht hier. Alle anderen Tennisvereine hier an der A sind ja auch weg. Ne? Also Sterner ist weg, Neuner ist weg, Sinzig ist weg, Bodendorf ist weg. Also von daher ist hier nicht mehr viel. Und wenn man zu weit rausfährt, dann denke ich mal, ist es auch für die Eltern dann schwierig, da hier noch hinzufahren. Ne? Deshalb muss es halt hier passieren, dass wir hier aufbauen können und irgendwie eine andere Möglichkeit zwischendurch noch war natürlich die Sommerrodelbahn, dass man dann noch ein paar Bälle schlagen kann mit den Kindern, dass man dann noch was machen kann mit den Kindern. Aber es wird auch nicht mehr lange sein, weil da halt noch von der Verwaltung was hinkommt und so weitersehen. Halt. Ja, Markus, da durch den Tunnel, da kommst du nach Hause, da ist Reimertshofen, ne? War da auch Wasser? Also ich käme durch den Tunnel, wenn es wieder erlaubt wäre, da durchzufahren. Da war ja ein 7 Meter tiefes Loch. Da geht es Richtung Reimertshofen und Wasser, ja, kann man wohl so sagen. Ne? Also von Reimertshofen ist nicht mehr so viel übrig. Und es sieht auch nicht viel besser aus, als es nach dem Hochwasser war.
Weil Wasser haben wir im Moment noch keins, Abwasser ist keins da, Strom ist jetzt wieder so ein paar Wochen da. Ja, ja. Und alles sah schon sehr schlimm aus, ne? Mhm. Das, bei uns, unser Haus liegt ein bisschen höher. Wir hätten auch nie gedacht, dass das Wasser da dran kommt. Mhm. Und das ist halt schon schlimm gewesen. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir aus dem Schlechten noch was Besseres machen und dann halt auch Plätze machen, die noch was besser sind, wo wir noch besser trainieren können. Ja, und das steht ja auch an einem Haus, an dem berühmten Haus in Bernau, das so bunt angemalt ist. Das Gute, das wir hatten, das bewahren wir und wollen wir wieder aufbauen und wir wollen es noch ein bisschen schöner machen. Und das ist ja auch ein Slogan, den es schon seit Monaten im Tal gibt. Ne? Wir wollen es wieder aufbauen und wir wollen es noch ein bisschen schöner machen. Und das hoffen wir natürlich auch, dass das hier wieder gelingt. Und hier in dieser wunderbaren Kulisse, hier in diesen Stallwänden und hier mit der Burg Aare im Hintergrund, dass ihr hier dann wieder Tennis spielen könnt. Wir drücken ganz fest die Daumen, ne? Und Jackie, Markus, alles Gute. Danke.